Hallo zusammen, kurze Meldung von mir. Erste Meldung in diesem Jahr. Die Völker sind in der Wintertraube. Wir haben ja um 0 Grad draußen, Grad vielleicht 1 oder so. Jetzt ist die Zeit halt, das Jahr zu planen, über Genetik sich Gedanken zu machen, beziehungsweise über dem, was jetzt demnächst kommt. Erste, was ich loswerden will, ist, was demnächst zu tun ist, sobald wir 10, 12 Grad haben, sobald man ja reinschauen kann in die Kiste. Für die Bienen so eingewintert haben wie ich eigentlich, das sind ja wenige, die das gemacht haben. Wir haben ja Halbzwerge unten, Ganzzwerge Zander oben. Bei mir sitzt die Traube jetzt hier im Prinzip zwischen zwei Thermoschiede, Futter ist noch unten, also die Traube ist jetzt gerade bei mir oben, wo praktisch am wärmsten ist in der Kiste. Die so eingewintert haben, die jetzt hier, das ist ja zweizargig Deutsch Normal, das ist ja gleiche wie zweizargig Zander. Also man muss ja, ich bin da sicher, oder ich habe das ja schon im Herbst gemacht, bei mir sitzen die Bienen schon oben, Futter ist ja unten, teilweise ist Futter seitlich. Da bei Deutsch Normal habe ich keine Thermoschiede, aber die sitzen zwischen, statt Thermoschiede kann man ja volle Futterwabe nutzen. Also was zu tun ist, was ich empfehlen kann, wenn ihr mal reinschauen könnt, da wo Völker eventuell noch unten sind, naturgemäß ist das so, wenn man jetzt viel eingefüttert hat, hat man die nach unten gedrückt. Manche haben schon ein bisschen Anschluss nach oben gefunden, sind vielleicht zwischendrin. Aber auf gar keinen Fall soll man die Völker unten lassen, unten auch brüten lassen, weil da ist ja nicht so viel Futter. Da kann nicht so Futterabriss kommen. Also sobald man ja reinschauen kann, sobald 10, 12, 12, 15 vielleicht Grad gibt, demnächst hoffen muss, dass es dann kommt, Anfang Februar wahrscheinlich, dann muss man schauen, dass man ja praktisch, falls die unten brüten oder dazwischen brüten, wenn die dazwischen brüten, kann man ja eh nichts machen. Dann sind die eh oben, vielleicht mal Platz machen oben, aber nicht zu viel. Die sollen sie eh nach oben durchbrüten. Aber im Prinzip ist es am besten, in dem Fall, dass die unten brüten, einfach die Kiste hochsetzen, die andere unten, und die Biene praktisch, denen Biene praktisch volle Futterwabe zu Brutnestrand von beiden Seiten dazu hängen, dass das praktisch wie Thermoschied dann auch wirkt. Die werden dieses Futter dann umsetzen. Und ja, also so würden die praktisch ja oben sitzen. Also ist die Botschaft im Prinzip, es ist gut, wenn die oben sitzen, oben ist am wärmsten, die sollen Futter nach oben ziehen und sich oben praktisch entwickeln. Ja, schwer jetzt eine Diagnose so zu machen, aber ja, ich glaube, ihr habt es ja verstanden, was ich damit meine. Und sonst, schöne Grüße.